Die Frau Lach hätte ich ganz gerne gesprochen. Ja, Sie, schönen ja. Tag, Frau Lach. Winter ist mein Name. Ich bin von der oberen Bauaufsichtsbehörde. Es geht um die unangekündigte Zweitbegehung des Ladens. Okay. Ja? Ja. Selbstverständlich haben die vier Mädels vor 6 Monaten, als sie ihren Kosmetiksalon aufgemacht haben, eine Genehmigung vom Amt bekommen. Nur haben wir uns jetzt aus Jux und Dollerei ausgedacht, dass es natürlich unangekündigt eine Zweitbegehung geben muss. Welche Hygienevorschriften kennen Sie, Frau Lach? Inwiefern? Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ist gerade was vorgefallen. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Bitte klären Sie mich auf. Es geht um die Hygienevorschriften. Ja. Welche sind Ihnen da bekannt? Ich weiß jetzt nicht, tut mir leid, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Was ist das? Das ist ein Wäscheständer. Ah. Und warum steht er da? Weil die Wäsche trocknet. Frau Lach, sollen wir jetzt bei Adam und Eva anfangen? Ich weiß ja, tut mir leid, ich habe keine Ahnung von dem. Also sachgemäß abgestellte Gegenstände. Ja, klären Sie mich auf. Haben welchen Mindestabstand zum Heizkörper? Welcher beträgt der? 1,5 Meter, nicht ja. Zentimeter. Ja. Also bitte. Das sind Sachen, die müssen Sie wissen, Frau Lach. Sie sind Geschäftsführerin. Witzig, hier ist ja auch noch eins. Was haben Sie denn da? Zeigen Sie mal, warten Sie, warten Sie. Nein, 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 nein. Wie kommt es denn, dass dieser Scheißladen hier komplett verkabelt ist? Das ist ja witzig. An meinem Tisch habe ich nämlich auch schon so ein Kabel gefunden. Nein! Scheiße. Die fliegen auf. Die fliegen auf. Die hat was entdeckt. Jetzt zieht sie an dem Kabel. Komplett verkabelt hier. Ich glaub's nicht. Wir sind aufgeflogen. Wir sind aufgeflogen. Ich hoffe nicht, dass es noch eine Kamera ist. So, entschuldigen Sie. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier, Frau Lach? Ich habe nicht ewig Zeit. Frau Lach, ich habe nicht ewig Zeit. Verstehen Sie für die Karte? Katharina, komm mal schnell nach hinten. Schnell nach hinten. Was ist hier los? Was ist hier los? Wieso ist der Laden verkabelt? Sie denkt, dass es die anderen sind. Sie denkt auf jeden Fall, dass es Wirtschaftsspionage gerade ist. Wir machen die Begehung zu Ende. Kommen Sie bitte. Ich möchte hier raus. Es ist, ich weiß nicht, was Sie hier haben, was Sie untereinander haben. Das interessiert mich auch erstmal nicht. Gehen Sie bitte voran. Sie merken sich, dass ich kann das gar nicht glauben. Ich auch nicht. Mir ist gerade echt sauschlecht.